Hallo und willkommen in das Together-Projekt. Ja, das hier sind alle vier Mitspieler außer mir und ich glaube, die werden jetzt mal damit anfangen, sich vorzustellen. Fangen wir mit dir an. Jo, hallo, mein Name ist Erik. Ich bin, ja, geschnipst. Ich bin Mitglied beim vom Kanal Fleckenbucket auf YouTube. Und ja, also ich bin auf jeden Fall froh, hier zu sein. Enterfinse, er ist unser Homie. Er hat uns alle zusammengebracht. Ja, und ich freue mich wirklich auf dieses Projekt. Auf meinem Kanal mache ich meistens so Plugin-Tutorials zu Bucket und wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeischauen. Und ja, ich freue mich auf das Projekt. Ich habe eine sehr interessante Spezialisierung. Und dann würde ich gern weitergeben, Klängern. Ja, guten Tag, mein Name ist Klängern, so heißt auch mein Kanal. Ich mache Minecraft-Videos, Portal ist auch alles Mögliche irgendwie. Ich bedanke mich, dass ich hier sein darf für die Teilnahme und gebe mal ab zum nächsten. Ja, ich bin der Eintopfe. Von meinem Kanal kennen mich ja die meisten, aber von euren Kanälen vermutlich eher nicht. Deswegen, ja, ich bin der das Ganze hier organisiert hat und ich sage gleich auch noch ein paar Dinge, wie das Ganze hier ablaufen wird. Aber jetzt gebe ich weiter an den Satani. Ja, ich bin der Tani vom Kanal Zatani LP, mache jetzt schon seit einem Jahr Videos hier auf YouTube, meist so im Gaming-Bereich, mehr so Let's Plays und Commentaries. Und ich freue mich natürlich auch riesig auf dieses Minecraft-Projekt, nachdem ich ja jetzt länger auch kein Minecraft mehr gebracht habe. Und danke nochmal an Einfinse, dass ich dabei sein darf. Gebe ich auch mal weiter. Alles klar, ich glaube, meinen Namen brauche ich nicht sagen, den seht ihr, glaube ich, alle. Also für die, die es nicht sehen, Le4nLP. Auf meinem Kanal mache ich eigentlich hauptsächlich Rollenspiele und Minecraft und ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste gesagt und ja, an Eintopflinze das Wort zurück. Und an Eintopflinse das Wort, der jetzt erstmal den Server wieder auf die Zeit einsetzt, damit uns hier nicht zu dunkel wird, bevor wir diese kleine Vorstellung hier beendet haben. Ja, ihr seht unter uns Kisten und Schilder, die alle beschriftet sind. In diesen Kisten, ich öffne das gerade hier mal, können wir mal reingucken, es befinden sich jeweils ein paar Holzwerkzeuge, Rubber Saplings, also Rubber Tree Saplings und ein bisschen Bone Meal. Das hat einfach folgenden Grund. Die Rubber Saplings braucht man in Tekkit relativ häufig, wie wir auch in meinen ersten Folgen des Tekkit Let's Plays gesehen haben. Und da es nicht in allen Biomen Rubber Saplings gibt, bestelle ich die einfach für alle bereit. So, die Sache ist jetzt wahrscheinlich, fragen sich alle, wieso verschiedene Biome? Wieso startet ihr nicht alle zusammen? Ja, das ist der Knackpunkt. Wir starten alle an unterschiedlichen Punkten in der Welt. Jeder kann jetzt mal hier zu seinem Startpunkt gucken. Jeder hat den markiert. Meiner ist da hinten und eure vermutlich woanders, wo auch immer ihr die platziert habt. Und ja, wir werden dann unsere kleinen Fabriken und Stickes alles da aufbauen. Jeder von uns hat eine andere Spezialisierung, also benutzt einen anderen Aspekt von Tekkit und ich verrate aber noch nicht welchen. Das darf dann jeder hinterher in seinen eigenen Folgen sagen. Das ist nämlich das auch, was gerade der Fleckenbucket meinte mit seiner Spezialisierung. Der hat nämlich eine ziemlich interessante, genau wie eigentlich alle von uns eine ziemlich interessante Spezialisierung haben. Ja, Gentlemen, ich würde mal Folgendes sagen. PvP ist an. Die Tools sind unter Oh. uns und die Welt ist groß genug. Lasst die Spiele beginnen. So, und da befinden wir uns jetzt auch an unserem Startpunkt. Wir befinden uns hier nämlich in einem wunderschönen Wald oder besser gesagt Dschungel. Ja, das ist mein Startpunkt. Den baue ich mal direkt jetzt hier ab. Wie baut man das so? Machen wir einfach mal mit der Hand. Wir haben gesagt, dass jeder in einem anderen Biom spawnt, was ganz praktisch ist, wenn man so viele hat, die direkt nebeneinander liegen. Und wir befinden uns dann alle verteilt auf der Map und jeder hat auch ein anderes Themengebiet, das wurde ja auch gesagt. Ich kann jetzt mal meins sagen, ich weiß nicht, ob das andere sagen, ich bin jetzt einfach irgendwie so der Normalo, das heißt, ja, ich habe gar keine besondere Fähigkeit irgendwie. Das heißt, ich baue von allem so ein bisschen, ich benutze alle Bereiche irgendwie so ein bisschen mit. Ja, ich weiß nicht, wie die anderen das machen, deshalb verrate ich jetzt am besten noch nichts. Aber ich kann schon mal sagen, also wir befinden uns ja alle verteilt und jeder hat ein anderes. Und das heißt, wir gehen auch ab und zu mal in den Bereich eines anderen und schauen uns dann da mal an, was der so gemacht hat und was er so gebaut hat und alles. Wird auf jeden Fall recht cool. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir nehmen nicht immer zeitgleich auf. Das bedeutet, zurzeit ist, glaube ich, nur einer auf dem Server, der Liv4NLP, genau.
Oh, den Baum lasse ich mal stehen. Ja, weiß ich nicht, ist halt ein bisschen praktischer, weil wir ja auch nicht alle immer Zeit haben, um alle gleichzeitig aufzunehmen. Aber wir werden auf jeden Fall Projekte oder irgendwie Specials machen, wo wir dann auch alle was zusammen machen. Und ich baue jetzt mal ein bisschen Holz ab hier, um mal eine kleine Basis aufzubauen. Denn wir brauchen ja, wie in jedem Let's Play, auch bei Tekkit, ein kleines Haus zu beginnen. Und da legen wir jetzt mal auch den Grundstein. Gut, dass wir schon hier die drei Wolle haben von unserem Spawnpunkt. Denn das können wir ja direkt verwenden, um ein Bett zu bauen. Für die sich die sich jetzt hier gewundert haben, das ist nicht Too Many Items irgendwie. Ich weiß nicht, wie der heißt, das ist so ein ähnlicher. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie hier, wenn ich 1000 Gold will, das anklicken und dann kommt das da rein, sondern es wird angezeigt, wie man das craften kann. Das ist ganz praktisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier gucke, wie komme ich denn so, komme ich da wieder raus? Sagen wir mal, ich will jetzt mal, weiß ich nicht, ein Pumpkin Panel machen. Dann klicke ich da drauf und dann steht da, wie das genau funktioniert. Was recht praktisch ist, weil man sich ja auch nicht immer alles... Na? So. Jetzt geht's auf nicht wieder. Weil man sich ja auch nicht alles irgendwie unbedingt merken kann. Deshalb ist das recht cool. Ja, Tekkit ist ein recht cooles Spielprinzip. Dazu mal kurz. Es sind, glaube ich, 41 Mods insgesamt. Also es sind eigentlich nur Minecraft-Mods. Aber sehr umfangreiche und sehr groß und halt sehr viele in einem Paket. Den ersten habt ihr wahrscheinlich direkt schon gesehen, oben rechts. Na, jetzt ist er gar nicht hier. Da oben rechts, das ist die Minimap. Die kann man hier mit Punkt aufrufen und dann kann man hier irgendwas einstellen. Das habt ihr gesehen schon im Intro sozusagen, in der Einleitung. Und ja, die ist halt recht praktisch. Da kann man... Oh, da ist die erste Schaufel schon kaputt. Da kann man den Startpunkt hier zum Beispiel festlegen. Da sehen wir dann immer, wenn wir jetzt hier wegstehen und dann... Zum Beispiel, wir sind jetzt hier hinter diesem Baum und dann sehen wir, ah, unser Startpunkt liegt 20 Meter entfernt von uns und dann gehen wir da hin und dann finden wir ihn so besser, als wenn wir die ganze Zeit durch irgendwelche Landschaften laufen und gar nichts finden. So, wut, machen wir mal hier direkt eine Crafting-Box, plopp, und eine zweite Schaufel, genau, so. 1, 2 und hier. Und dann können wir uns mal direkt eine kleine Basis aufbauen. Ein wenig Holz. Haben wir ja hier. Wir haben ja genug Holz eigentlich hier. Daran soll es ja nicht schaden. Aber es gibt ja unendlich viele Rohstoffe irgendwie bei Tekkit. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ganz neue Erze. Ich werde auch gleich mal gucken, ob hier irgendwo eine Höhle in der Nähe ist. Dann können wir da mal direkt hingehen. Ja, ich kann ja auch mal jetzt schon mal gucken. Also hier haben wir einen kleinen See, da können wir bestimmt irgendwelche Fische fangen. Denn, wie ihr seht, hier haben wir auch schon mal wieder ein bisschen Kohldampf und Leben haben wir auch nicht mehr voll. Denn der Weg hierhin war ja auch beschwerlich. Gut, dass ich noch ein paar Vorräte hatte aus der Kiste. Denn sonst wären wir gar nicht wahrscheinlich so weit gekommen. Was ist das? Da ist doch irgendwas. Eine Kuh. Ich glaube, es ist eine Kuh. Nee, ein Ozelot. Eine Katze! Eine Miezekatze! Oh! Und hier befinden wir uns direkt am anderen Biom, am Schneebiom. Ich weiß gar nicht, ob da einer ist. Ich glaube, keiner. Also wir haben irgendwie einen Wald, Schneebiom. Wir haben noch einen Dschungel, glaube ich. Eine Wüste. Irgendwie alles ganz verteilt hier auf der Map. Ist eine recht coole Map, wirklich. Kann man viel machen, aber da ist das nicht eine Kuh oder ist das ein Schaf? Ich weiß gar nicht, in dem Texture Pack. Ich glaube, das ist das Vex Texture Pack. Nee, ist ein Schaf. Egal, nehmen wir mit. Plopp. Und da sind Hühner, die können wir direkt. Die können wir mal mitnehmen. Irgendwie zack hier. Und da. Wo ist es denn jetzt? So. Bisschen Kohldampf haben wir auch. So, rennen können wir gar nicht mehr, scheiße. Einfach mal ein bisschen Holz nehmen und dann gleich unsere erste Behausung aufbauen.